kann meine Beine nicht mehr hören. Die Straßen leitet Spott und Brot, weg von der Tür, wo sie werden, Jenny singt. Irgendwann werde ich noch ein erfolgreicher Ilmstar. Und eröffne eine richtige Girl Group. Ja, ich muss dann auch in die andere Richtung, so. Hallo, das dauert nur länger, wenn du sowas machst. Ja, da erzähl keine Scheiße. Wir nennen uns die Pinky Fluffy Sonnenblumen. Von Bruchtal. Alter, dass du eigentlich rauchst. Eigentlich gar nicht. Ich rauche nicht so oft. Das ist doch nicht normal, ey. Das Schlimmste ist, das ist normal. Das ist seit meiner Geburt so. Ey, du bist ja noch schlimmer als Schlaganfall, Andi, ey. Boah. Ich nehme das mal als Kompliment. Das kannst du auslegen, wie du möchtest. So, bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt? Wir verlassen das Auenland. Bist du aufgeregt? Ich kann mich kaum halten. Die Füße haben viele Haare. Eieiei. Ja, stimmt. Oh Gott. Schön. Das macht alles so viel Spaß. Huch. Ich kann mir nicht mehr. Ah, jetzt. Ich konnte mich eben nicht mehr bewegen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie hat. Ja, ich auch. Irgendwie hatten wir gerade so ein. Ein Serverüberlastung. Wie sagt man das denn? Genau. Nennen wir es Serverüberlastung. Oh, der will. Oh Gott. Jumpscare. Ich hasse Jumpscare. Vom. Boah, Alter, bist du hier. Langes Leiden. Ja, das bist Betrunkener. Du. Das bist du. Geil. Bestimmt, ja, stimmt. Gehört bestimmt zur Boffin-Sippe. Ja. So wie du. Ja. Nur gevögelt hast. Nur, Bingo Boffin vom Fass. Ja, ja. Lass Frisches aus dem Spiel. Nein. Frisches der ist kann da jetzt überhaupt, der kann da jetzt überhaupt nichts Frisches für. Frisches ist damit, da aber mit beteiligt. Guck mal, da ist dein Vater. Guck mal. Da ist er. Und wie er lächelt. Er freut sich, dich zu sehen. Guck mal, wie er lächelt. Hallo, Papi. Na? Du benutzt das kleine Stück Scheiße, wie es. Guck mal hier. Was hast du nur dir mal gedacht? Sei froh, dass du den Haarschnitt nicht geerbt hast. Ey, warte auf mich! Prinz Eisenherz, oder was? Warte auf mich? Was eigentlich, was du mir angetan hast? Warum soll ich auf dich Nein. warten? Ja, komm doch mal her! Komm mal hier! So. Was denn jetzt schon wieder? Jetzt sieh dir noch mal den letzten Blick über das wunderschöne Auenland an. Bevor wir in ein neues Abenteuer starten. Du meinst, bevor ich es ausrotte? Ja, das stimmt. Ja, sieht ganz nett aus. Oh, tschüss. Sie dachte sich, er hat das Blümchen und ich bin sein Bienchen. Oder um es mal so auszudrücken, Auenland. Oh Gott, ich kann nicht mehr, ich bin völlig fertig. Ja, das weiß ich. Was bist du Dürfte denn? Ich kurz mit euch sprechen? Muss ich den ansprechen? Ja, nee. Ja, oder nee? Nee, dafür müssen wir irgendeinen Zusatz kaufen. Warte mal, gut, im WhatsApp. Ah, schön. Ja. Sie hätten so gelacht. Schade, dass wir jetzt das Auenland verlassen haben. Aber die Karte hier ist ja noch ein bisschen größer als die davor. Mein Ding ist größer. Und so unerschlossen. So viel zu entdecken.
So wenig Zeit. So, wo sind. Jetzt sind wir schon woanders, oder was? Ja, jetzt sind wir schon woanders. So, hier Gar können wir nicht. Einmal mit den Würdet Leuten. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Scheiße, sieht ja immer noch genauso aus. Einmal mit den Darf Leuten ich euch einen sprechen? Moment eurer Zeit stehlen? Erster Tim Schilf. Tim Schilf. Hallo, könnt ihr mir behilflich sein? Oh Gott, halt die Fresse, schenke ich dir für eine Minute meine Zeit, ey. Ich hack dir gleich den Kopf ab. Ihr wollt immer nur eine Minute von mir und hinterher zieht sich das irgendwie drei Tage oder was, ey. Wie heißt du hier? Fila Lillenstrich da oder weiß ich, wie du heißt. Gott. Du hast mir versprochen, ich sehe was anderes. Du siehst auch bald was anderes. Nehmt etwas Tee. Oh, sprecht mit Bauer Margot. Ja, dafür müssen wir dann nochmal ins Auto. Bleib doch und nimm etwas Tee. Schieb dir dein Tee sonst wohl, du kleines Scheiße. So, hier geht's mit der Buffenquest weiter. Ich kann mal wieder was lesen. Mein fetter Bingo war so lange nicht mehr hier. Ja, mein fetter Bingo war so lange nicht mehr hier. Und das Haus ist so schmutzig und unordentlich. Hätte er mir doch nur vorher in einem Brief geschrieben, dass er kommt. Meine Kinder sind allerdings gerade außer Haus und erledigen Botengänge in Krickloch, Neuburg und Bockland. Würdet ihr ihnen vielleicht sagen, dass sie nach Hause kommen sollen? Ihr fragt Priska, wie ihr ihre Kinder finden könnt, und sie grinst. Ich kann euch sagen, was ich glaube, wo sie hingegangen sind. Angelika liebt Tiere. Sie ist immer darauf bedacht, sie zu füttern und zu tränken. Und mag sogar das Putzen. Ist ein Tier in Not, ist sie immer da, um ihm zu helfen. Berilak hilft auch gern bei der Arbeit, aber nur, wenn sie sich in der Nähe eines ruhigen, sonnigen Plätzchens befinden, an dem er ein Nickerchen halten kann. Wahrscheinlich schläft er gerade irgendwo in einem Heuhaufen. Pamelia ist mit einem Eimer losgezogen. Sie wollte Wasser vom Brunnen holen. Dino, das schwärmt schon seit einiger Zeit für die junge Selendin Brandybock. Vielleicht weiß sie, wo er ist. Esmeralda geht gerne im Krotensumpf tanzen. Scheiße. Vosko zeichnet sich unter meinen Was Kindern hast du denn für so? dadurch aus, dass er im Fluss an die... Scheiße, ich kann es nicht lesen. Was hast du denn? Los! Weil ich genau weiß, wie dein Gesicht gerade aussieht. Ich weiß genau, ja, hallo? Guck mal die ganzen Buffins hier an, ey, die wir alle ausrotten müssen. Angelika, Berina, Camelia, Dino, Duster, Pimmelophant. Boah. Vosko zeichnet sich unter meinen Kindern dadurch aus, dass er den Fluss und die Fähre liebt und gerne das Bootfahren erlernen möchte. Wahrscheinlich träumt er irgendwo unweit der Bockenburger Fähre in den Tag hinein. Ich war mit Griffo heute Morgen auf dem Bocklandmarkt, hatte aber schnell die Nase voll und bin wieder nach Hause gegangen. Griffo könnte immer noch dort sein. Er biss gerade herzhaft in sein Essen, als ich losging. Ja, was kann ich hier machen? Hallo, kommst du da nicht hoch, Daffodil? Hallo, Rocky! Tod den Hobbits! Nein, die Hobbits werden nicht getötet. Doch, die werden. Ja, ich finde ihn gut, ich mag ihn. Ich weiß nicht, wer er ist, aber ich mag ihn. Wenn sie alle ausrotten, hast du recht. Wie ist sie wohl hier hochgekommen? Sie möchte nicht runter, oder? Zumindest nicht, wenn alle Augen auf sie gerichtet sind. Ihr sagt Angelika, dass Bingo Boffin zu Besuch gekommen ist. Ihr einst weggezogener Vetter ersten Grades. Oh, wie schön. Mutter hat von ihrem Vetter Bingo immer in den höchsten Tönen gesprochen. Ich gehe gleich nach Hause, um zu sehen. Auf welchem Serverseite? Wir sind auf Belega. Darauf, wo ich so oft gesprochen habe. Ich glaube, das lerne ich eh nicht mehr. Aber auf Belega sind wir. Übrigens, das sind alles deine Verwandten, Kaya. Ich auch. Sehr cool. Sehr cool. Oh, ist mir schlecht. Da unten können wir was, glaube ich. Ja, den Hafenmeister können wir da, glaube ich, einmal kurz einklicken. Oh. Ja, dann können wir also damit auch schon eine Reise machen später. Was habe ich dem Universum eigentlich getan? Versuch doch nur alles richtig zu machen. Ja, scheinbar hast du alles falsch gemacht in deinem Leben. Ich merke das gerade. Oh.
Level gerade mein Jäger. Ui, welches Level bist du denn? Wir sind hier, wir dümpeln hier noch von Map zu Map. Wir machen uns da allerdings so einen kleinen Spaß draus. Beziehungsweise möchte ich auch das Buch der Taten vervollständigen. Lasst mich schlafen, wenn ihr gut erzogen seid. 69 mit dem aktuellen. Ui, okay. Soweit kam ich tatsächlich nie mit meinem privaten. Ich habe irgendwann die Lust daran verloren, halt alleine zu spielen. Hast du deinen Berelak da angesprochen? Was? Ob du den Kerl hier angesprochen hast. Ach so, muss ich schon wieder aufstehen. Ja, Moment. Ja, aber wie gesagt, ich habe, glaube ich, damals bis 38, 39 alle? Gespielt. Und ich, ja, dann allein hatte ich keine Lust mehr, den hier. Ja, ich sehe ja das Stück Scheiß hinter dem Heuhaufen. Beleidige doch nicht immer die Hobbits. Kein Wunder, dass sie dich nicht mögen. Kein Wunder, dass sie dich Bingo verlassen hat. Dich? Ja, ja. Nee, Bingo konnte dich nicht leiden. Deswegen hat er uns verlassen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Weil du einfach ein Rabensohn bist. Oh. Ja. Das war ja fast die gleiche Tonlage, ey. Ja, übel, ne? Das vor euch steht ein besiegter Hobbit. So. Der Thorsten! Ja. Hallo, Thorsten! Hey, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Der hat hier gerade das erste richtige Wort gesagt hier. Vor euch steht ein besiegter Hobbit. Das ist das erste Vernünftige, was ich hier von einem Hobbit höre. Ja, du stehst mir schon die ganze Zeit im Moment meiner Zeit. Ich hab so viel Zeit habe ich gar nicht. Darf ich euch einen Moment meiner Zeit stehen? Ach du Scheiße, nein, ich werde drei neue Aufträge. Oh, hallo Dattelmatz, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir? Nun sag ihm doch endlich, dass du ihn als kleines Kind geklaut hast. Ich meine, das ist nur eine Ähnlichkeit mit irgendwas von einem hässlichen und stinkenden Hobbit. Autsch. Alter. Tot den Hobbits. Noch einer, ey. Lass doch mal die armen Hobbits in Ruhe. Lass mich raten, wir müssen das alles annehmen, ne? Ja. 38. Ja. Ja. Schaffe ich das jetzt aus 2 Tagen, eventuell 3. Boah. Ich weiß nicht, ich habe mich da irgendwie... Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Also, als ich angefangen habe, ich wollte halt alles erkunden. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ich würde alles mitnehmen, alles machen. Und, ja. Ja, ich glaub, da bist du mit Boffin im Bett gelandet. Ich glaube, das war mein Verhältnis damals auch. Und dann gab es halt auch noch Gruppenquests, die ich machen wollte, hab nie eine Gruppe gefunden und ja. Nicht? So kam das eine zum anderen. Achso, hier ist meine Karte gerade vor. Erkunden wir hier erstmal noch weiter. Jo. Hobbits-Teppich retten. Warte. Da ja. Irgendwo. Huch. Da hat meine Dings hier einen Abstecher gemacht. Ey, guck mal. Der Fluss ist so blutrot. Es ist Hobbitblut. Tanzen kann und sollte man schließlich überall. Was macht das denn da, ey? Was ist das? Sie tanzt. Sie ist ein glücklicher Hobbit. Deswegen heißt sie auch Esmeralda. Nicht mehr lange. Mein Schwert ist auch glücklich, wenn es echt Sport. Was habt ihr alle gegen die Hobbits? Yep. Die sind doch so friedlich und nett und wohlerzogen. Hashtag alle hassen Hobbits. Ja. Yeah. Töte das, bevor es sich vermehren kann. Das Auenland, das schlimmste Gebiet generell. Nein! Das Auenland war voll toll! Endlich ist mal jemand auf meiner Seite, weißt du? Endlich ist mal jemand auf meiner Seite. Dankeschön! Das ist nie. Nein. Das ist nie. Das ist doch. Sag ja eine Atombombe drauf. Sag nur Post oder Kuchen. Von mir ist auch zweimal. Aber das war noch gut. Das war noch ein netter Quiz. Fosco-Boffen. In Ordnung. Da wird es hinter die Schnauze. Ist das hier die Bockenburger Fähre? Ja, das ist die Bockenburger Fähre. Was?
Das ist die Bockenburger Fähre. Kennst du die Szene ja, nicht mehr? Jetzt? Nein, kenne ich nicht. Burger Fähre, folgt mir. Musst du doch kennen, wo sie von den schwarzen Reitern geflohen sind. So, und dann ist so dann ein schönes, wenn es vollständig in Flammen steht. Alter, Dankeschön. Nein! Korrekt, doch, er hat recht. Er hat sowas von recht. Ich teile die Meinung. Doch. Nein. Brennen sollen sie, brennen. Einfach nur nein. Nein. Einfach nur doch. Nein. Hast ja keine Ahnung. Gibt es so viel leckeres Essen. Ja, ja, Gott sei Dank. Voll der Markt hier, ey. Hier ist ja überhaupt nichts los. Jetzt ist ja auch schon Abend. Ja, selbst wenn es Tag wäre, glaube ich, wäre hier nichts los. Na doch, die ganzen Kühe und Schafe. Ich rede von den Bewohnern. Ja, die Kühe und Schafen. Leben die einfach nicht? Bewohnen die dieses Land nicht? Hä? Ja, ich meine die... Ja. Die Heckenpenner. Oh, dein Vater hat einen Ring über dem Kopf. Wie behält Priska die Kinder alle gleichzeitig Fräulein. Im Auge? Wir haben schon mal einen 1:1 Kampf gemacht und du hast verloren, ne? Wenn ich Monster spiele und nicht die Wahl habe, einen Hobbit zu töten und zu sterben oder etwas anderes und zu leben, töte ich trotzdem den Hobbit. Nein! Hobbits sind cool. Anscheinend sind alle Kinder wieder zurück. Wo hat Priska die Zeit, all diese Hobbits hergenommen? Und wie behält sie alle gleichzeitig im Auge? Ja, scheinbar ja nicht, wenn sie hier überall verteilt sind. Ich möchte, dass ihr mir etwas versprecht. Sollte ich im Verlauf dieser Reise irgendwann beschließen, Kinder haben zu wollen, erinnert mich an meine Base Priska und dann überzeugt mich eines Besseren, wenn nötig mit Gewalt. Tut mir wirklich leid, Gewalt. Aber ich glaube, ich bin dabei. Hier und brennende und verschreiende, davonrennende Hobbits. Ist das denn? Nein! Das ist nicht geil. Ich muss zugeben, dass ich vergessen hatte, wie viele Söhne und Töchter Priska hat. Ich werde versuchen, mir all ihren Namen zu merken. Als ich das letzte Mal vor einigen Jahren hier war, hat eine von Priskas Töchter mich nachhaltig beeindruckt, weil sie so abenteuerlustig war. Kannst du übrigens mal wieder aufstehen? Was sie wohl von meiner jetzigen Reise halten würde? Sie hatte einen blumigen Namen, glaube ich. Vielleicht Ringelblume? Ja, das war er. Aber wo ist die kleine Ringelblume? Bingo schaut auf die Ansammlung von Boffins und sein neugieriges Lächeln schwindet langsam. Oh, tut mir wirklich leid, aber ich glaube, wir haben eine vergessen. Ringelblume ist in letzter Zeit immer tiefer in den alten Wald vorgedrungen. Ihr habt recht, ich kann Ringelblume nirgends finden, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Die spaziert immer umher. Sie hat sich ein Holzschwert gebastelt und hält sich für eine Heldin. Könnt ihr das glauben? Sie ist in letzter Zeit immer tiefer in den alten Wald vorgedrungen. Und manchmal bringt sie Pilze und andere Leckereien für uns andere Kinder mit. Aber dort ist es gefährlich. Sie erzählt von Fledermäusen, Wurzeln und Wölfen. Wenn ihr sie wirklich im alten Wald suchen wollt, werdet ihr euch früher oder später damit auseinandersetzen müssen. Alles ist besser als... Boffins. Nicht mit den Reden, hau einfach mit dem Hammer drauf. Nein. Ja, doch. Mit Glück wurden sie dort von Spinnen oder Bären gefressen. Huch, da hinten ist ja noch was. Einmal ganz kurz auf Toilette. Ja, dann geh einmal auf Toilette. Ja, lass mich hier einfach liegen. Du kümmerst dich ja eh nicht um mich. So. Bis gleich. Bis gleich. Ich tue aber was anderes in der Zeit. Das wird bestimmt wieder witzig. Ah, was schön. Warte, welcher Tanz war nochmal so blöde? Das ist der hier? Ja, unter anderem. Ich meine, ich mache eine sehr elegante Figur. Das ist eine gute. Das war jetzt nicht ernst gemeint. Glaubt ihr, das war alles andere als ernst gemeint? Ja.
Ich finde einfach nur gut, dass sie das als Tanzen bezeichnen. Also wenn das Tanzen ist, dann bin ich Meistertänzerin. Ich finde es einfach nur herrlich. So, warte, was hatten wir denn da noch als Tanz? Ja, das ist auch ein toller Tanz. Wollen wir da stehen, wir auf der Hecke? Hier stehen wir nicht auf der Hecke. Da stehen wir auf der Hecke. Hier stehen wir nicht auf der Hecke. Du kannst dich neben die Tanzen aufwenden, dass wir mit Klatschen so würde man bestimmt gefallen. Ja, warte. Eine sehr, sehr gute Idee. Warte. Oh, das war echt eine geniale Idee. Ah, echt top. Na, wenn sich Kaya da nicht drüber freut, dann weiß ich auch nicht. Ehrlich. Schön. Schöne Sache. Schöne Sache. Synchrontanz. Okay, ich glaube, das ist noch besser, oder? Als das davor. Oh, ich find's geil. Ich find's geil. Warte. Na, sieht doch gut aus, oder? Also ich finde immer eine super Figur neben Esmeralda. Was muss ich da sehen? Was muss ich da sehen? Jeder hasst die Hobbits, jeder fickt aufs Auenland und du tampelst dir da einen ab und freust dich, aber du hast so ein... Das war die Idee von Daddelmatz. Du hast doch Tinte gesoffen, ey, ehrlich. Du hast doch noch nicht mehr alle. Der Chat freut sich. What the fuck is wrong with you, ey, ehrlich? Das ist nur für dich. Vor allem, guck mal, fast synchron. Fast synchron. Ey, komm, mach's doch nicht mal genauso, ey. Nein, Kaya, bleib. Bleib, mein Sohn, bleib bei mir, komm. Ach ja, jetzt wieder so, ne? Komm. Ja, du. Zumindest hast du noch den kleinen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Das war nicht die richtige Richtung. Ach nee, ah, okay. Bitte zeigt wartet einfach nur... eine Minute. Okay, ja, okay, dann ist das nicht... Ist das keine zusätzliche Quest, das ist einfach nur eine, die wir wirklich freischalten müssen. Okay. Wir gehen dann mal tanzt in den alten Wald. Tanzt die hier? Ich leide hier Höhlenqualen und die tanzt. Oh, ich fand den gut. Ja, sag mal, du hast auch zu viel Klebstoff geschnüffelt, ne? Ja, Klebstoff ist cool. Ich sag mal, also so ein Prittstift immer dabei, ne? Immer den lilafarbenen oder den rot. Roten, mit der roten Farbe. Nee. Doch? Tatsache. Also ich habe mich versucht zu beeilen. Und dann komme ich wieder und die tanzt. Ich hab hier Magenkrämpfe und Durchfall wegen dem Spiel und du tanzt. Ohne Worte. Ohne Worte. Hey, Herr Reiter, bitte trampeln Sie mich platt mit Ihrem Pferd, danke. Das Pferd habe ich übrigens auch.
Ja, dann trampel du mich damit platt. Guck mal, wir sind im alten Wald. Freu dich doch. Hey, sehr schön. Ein schmackhafter Pilz. Oh, ich fress mich erstmal eine Wurst. Da kommst du doch gar nicht ran unten. Was? Naja, du hast von der Wurst geredet. Ja, aber... Ey, was stimmt nicht mit dir? Ich meine hier das, was wir mal von der Quest bekommen haben. Ey, du tickst doch nicht mehr ganz sauber, ey. Das ist alles so pöhnisch. Pöhnisch! Oh ja, bitte trampel mich platt. Scheiße. Mach's doch mal wenigstens richtig, ich lebe ja noch. Und wir haben wieder Sachen für das Buch der Taten, ist das nicht toll? Ja, ich freue mich. Ich glaube, wenn wir dann irgendwann alles durch haben, wird Kaya nie wieder ein Spiel mit mir spielen. Darauf wird sie hinauslaufen. Seid ihr Level 18? Ja, wir sind beide Level 18. Scheiße. Was? Wo ist mein D'Artagnan-Hut? Wo ist mein Hut? Fuck, wo ist mein Freizeithut? Boah, Pönes, ey, der ist nicht mehr da. Ah, schön. Nee, mein Hut ist weg. Dein Hut ist weg. Ja, ohne Scheiß jetzt. Ja, kaufst du dir halt einen neuen. Ja, was kaufst du dir im neuen? Das ist nicht einfach so eben nur nach 15 Hut gewesen. Doch, klar. Kaufst du dir halt einen neuen, sag mal. Nee, warte mal. Nee, Moment. Ich bewege mich jetzt keinen Millimeter mehr weiter. Ich gehe auch noch mal ins Rüstungsmenü, Ausrüstung, Charaktermenü. Mit I Inventar und C kommst du ins Charaktermenü. C. Ah! Gott, ich hab den an. Okay, man sieht ihn nur nicht wegen meinem komischen Umhang. Ah, alles klar. Ich kann wieder weiterlaufen. Alles gut. Ja, schön. Jetzt kannst du vielleicht auch endlich mal was tun. Nicht einfach nur unter blöden Hut stehen. Vielleicht mal gucken, was wir für Quests haben und diese Quests erfüllen. Ach, das machst du doch schon. Guck mich nicht so an. Beweg deinen haarigen, fetten Hintern zum Kämpfen. Jetzt. Also fett lasse ich gelten, haarig ist er nicht, ja? So alt bin ich auch noch nicht, bitte. Ich brauche mir den Hintern noch nicht schamponieren. Das kann ich nicht beurteilen, ich gucke nicht nach. Du hast, das überlasse ich Quintus. Naja, gut. Wenn sie bitte sagt, kann ich natürlich nicht anders, ne? Ja, dann hör auf, alles hier anzugreifen! Alter, ich hab den angegriffen, bevor du da überhaupt ankamst! Such dir deine eigenen Opfer! Ja, du bist doch mal ein Opfer! Ja, das merke ich schon, das ist mir ja bewusst. Oh, scheiße, ich bin betäubt. Ja, ich war eben auch betäubt. Gute Hilfe doch mal. Jetzt auf einmal soll ich dir helfen, oder was? Nein, ich mach das schon selbst, hau ab da. Ich geh mit dem Boffin da vögeln, was weiß ich. Ich habe mit deinem Vater nicht mehr das Geringste zu tun. Ja, dann wollte ich wahrscheinlich nicht mehr. Ja, wegen dir. Nee, wieso wegen mir? Naja, du bist ein Elb. Eher ein Boffin. Du bist auch ein Elb. Halb Elben. So viel Zeit muss sein. Ich sag's euch, bei mir ist noch halb Zwerg, halb Hobbit und halb Mensch mit drin, ja? Gott, was bist du eigentlich noch alles, ey? Ich das bin ist ein ja Hybrid. Übel. Ja, das ist aber mehr als ein Hybrid. Ich bin ein vierfacher Hybrid, ja? Achso, und Ork ist auch noch bei mir drin. Mein Urgroßvater war ein Ork. Ach, das erklärt die Nase. Ja, ja, nein, gut. Ich wollte gerade sagen, daher kommt meine krumme Nasenscheibe.
Sie ist Gollum. Ja gut, stimmt. Ich bin einfach, ja, nennt mich Gollum. Vergiss den Goblin nicht, stimmt. Und den Troll. Und ein Stückchen von Kankra habe ich auch noch von dieser Spinne. Alter, was habe ich hier für eine verkorkste Familie, ey? Kankra ist übrigens seine Urgroßtante. Oh Gott. Ich bring mich einfach um. Warte, wir müssen weiter hier hinten rein. Wir müssen in zurück in Wald. Ja. Ja. Was ist das für eine Verkorkste? Hör mal, was setzt du mich eigentlich hier in für eine verhunzte Welt, ey? Warst du doch nicht mehr alle auf Pfanne, ey. Ja, fühlt sich jetzt toll, dass du den armen Bären kaputt gemacht hast. Der hätte gar nichts getan. Der kann auch nicht für deine verkorksten Familienverhältnisse. Da ist ein bisschen davon, da ist ein bisschen davon, da ist ein bisschen davon. Ja, was bist du als nächstes? Bist du jetzt auch noch hier, ja, weiß ich nicht. Skywalker oder was weiß ich da? Nee. Obi-Wan bin ich noch. Oh, jetzt greift mir auch noch dieses... Verpiss dich. Das heißt, verpieseln Sie sich, ja? Ja, Entschuldigung, verpieseln Sie sich, bitte, Frau Spinner, jetzt. War das jetzt höflich genug für deinen Geschmack? Ja. Gut. Ich meine, du darfst deine Großcousinen ja nicht beleidigen. Natürlich. Nein. Es sind immerhin deine Großcousinen. Ja, und was ist, wenn ich es dennoch tue? Was dann? Was dann? Du kriegst Hausarrest. Und du musst mit Bingo Boffin reisen. Mit deinem Vater. Gerne. 3 Jahre lang. Und du darfst ihm kein Haar krümmen. Nein, das ist nicht. Das musst du schwören. Nein, ich werde ihm ganz sanft das Schwert durch die Kehle jagen. Nein, tust du nicht. Er wird, das prophezeie ich dir, er wird noch eine essentielle Rolle in deinem Leben spielen. Die Rolle kann so tragend nicht sein. Oh doch, die wird sehr tragend. Oh nein. Stimmt, ein bisschen was von Gandalf ist noch mit drin. Ja, Gandalf ist ja auch ein Maya, das ist in Ordnung. Ja, siehst du? Du bist auch noch zu einem Viertel Gandalf. Ja, das ist bei dir eigentlich falsch gelaufen. das fragen sich alle. Ja, guck mal, was da alles drinsteckt. So viel kann man ja gar nicht irgendwie eigentlich in sich haben. Das ist ja eigentlich biologisch gar nicht möglich. Was ist denn da? Doch, über 30 Verwandtschaftsgrade. Was hast du denn da gemacht, ey? Ja, ich warte auf eine Antwort. Das war eine Frage. Das ist richtig wieder einfach. Stimmt. Was ist das denn hier? Ahorn mit Zapfloch. Ah ja. Schönes Ahornbier. Nein, das ist es nicht, aber cool wäre es. Das klingt ja was wie Hart Lochmann. Stimmt, Hart Lochmann. Oh. Ah, ja, nein, lass mich raten, der ist auch irgendwie mit mir verwandt. Lass mich raten. Oh Gott, ich bin Nein, der ist nicht mit dir verwandt. Der nicht. Das wundert mich jetzt aber. Noch nicht, aber er ist mit der Tante. Scheinbar hat die Familie ganz Mittelerde gevögelt, ey. Aber der Hart Lochmann ist mit der Tante deiner Tante. Mit der Tante deiner Großtante verlobt. So. Oh Gott, darum. Keiner steigt mir die Verwandtschaftsgrade durch. Kein Wunder, dass Mittelerde im Arsch ist, ey. was denn hier passiert ist, ist ja alles. Oh nee. Oh. Man kannst du ja mal durchatmen, ey. So, jetzt holen wir alle kurz tief und frisch Luft. So. Ne? Ja, so viel Luft kann man ja gar nicht. Und wie das hier. Das ist ja nicht normal. Und das sagst du mir mal alles so nebenbei. Ja. Ja, ja, toll. Wieso nicht?
Warum kann ich den Bären nicht anrufen? Oh ja, bitte. Bring mich um, Fledermaus, bitte. Bring mich um. Bei der Familie habe ich keinen Bock mehr. Ah, hä? Jetzt. Jetzt kann ich den Bären wieder anrufen. Ja, wahrscheinlich steckt der Bär auch noch irgendwie mit drin. Nee, der nicht. Der Bär steckt nicht im Verwandtschaftsgrad mit drin. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Sonst wären ja die Beoringa noch mit in der Familienchronik aufgelistet. Was für ein Ding? Aber eine Kröte. Meinst du? Meinst du, da ist noch eine Kröte mit drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Vielleicht der Urgroßvater? Könnte eine Kröte gewesen. Der mir wird gerade ganz eigenartig. Nee. Der wird so leicht duselig. Wie Edna sagen würde. Nicht also wie ihrem Quarkenfleisch. Ach, das ist das. Ja. 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 Oh. Huch. Tiki? Kaya? Ja. Tiki, ja, ja. Kaya? Was denn? Kaya. Ja, nimm mich, wie du willst. Ich weiß eh nicht mehr. Ich habe gar keine richtige Identität mehr. Das ist ja hier alles. Das ist ja alles so verwirrend. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe nachher wieder Schluck auf so viel, wie ich lache. Ja. Zu Recht. Jeder wie er es verdient. Wieso? Jeder wie er es verdient, ne? Aha, dann hattest du es also beim letzten Mal verdient, weil du so viel Schluck auf hattest. Wahrscheinlich, ja. Und jetzt verdienst du es. Aber ich habe dich doch nur über deine Verwandten aufgeklärt. Ja, das kannst du nicht machen, wenn ich nüchtern bin. Ich dachte, du hättest was getrunken. Aber nicht genug. Oh, aber wie verantwortungslos bist du eigentlich? Eigentlich nicht so. Mein Kreislaufspiel gerade wie echt hier Kollaps jetzt hier über den ganzen... Ich fall gleich wieder in Ohnmacht. Ich sehe das schon kommen. Ja, komm her, du Teddybär. Du Teddybär. So, essen wir doch mal ein bisschen was hier. Yummy, yummy, yummy. I got love it, my tummy. Alles gut? Nee! Hallo, alles gut? Alles gut, ey. Ja, ich wollte ja nur. Ein Viertel dies, ein Viertel das, ein Sechstel dies, ein Halb davon. Wie soll's mir da gut gehen? Weiß ich nicht. Hätte ja sein können. Alles gut, ey. Er hat auch so ein Boffin ins Gehirn geschissen, ne? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nur ein Ork. Ich muss mich mal ganz kurz beruhigen. Ja, tu das. Mein Hasi-Poo. Was? Ja, das war dein Spitzname, als du noch in die Winde geköttelt hast. Das mache ich doch heute noch. Ja, ja gut, stimmt. Sonst könntest du ja auch nicht... Ach, du willst mich. Ah, okay, alles klar, wie mit Pupu. Na dann, wenn wir auf diese Ebene machen wollen, ist das kein Problem. Ach, schön. So, was brauchen wir denn noch? Den Bären brauchen wir noch. Ja, dann sieh mal zu. Mit deinem komischen Bogen da ohne Sehne. Ja, stimmt. Ja gut, mein Bogen ist wirklich komisch. Aber es wäre jetzt endlich mal wieder Zeit für einen neuen. Passt zur Familie. Sehr froh, dass du überhaupt eine Nase hast und nicht körperlich benachteiligt bist. Bist? Das passt echt? Hab ich das? Ah, oh, kann nicht mehr sitzen auf dem Scheißstuhl, ey. Das ist bestimmt der Gandalf-Teil, der nicht mehr sitzen kann in mir, ey. Huch. Oh. Huch.
Du musst dich auch mal wieder mit Bären prügeln, ne? Hallo, der hat angefangen. Ja, komm, und wenn ich das sage, dann heißt es wieder, ja, du hast aber provoziert. Ja, natürlich. Was? Ich laufe einfach durch. Ja, mach doch. Lauf doch. Tschüss. Er hätte ja auf die Nase seines Großonkels haben können. Das wäre nämlich Lord Voldemort. Ey, hallo? Also bitte, ne? Toll, ich dachte, ihr haltet zu mir. Jetzt sind da auch noch alle gegen mich. Was ist das denn? Was ist hier los? Oh, ich liebe meinen Chat. Ich liebe meinen Chat. Oh, hast du jetzt diesen verfickten Pilz gesammelt oder nicht? Oh Mann, was greift mich denn da an, ey? Wahrscheinlich auch irgend so ein Großcousin oder so. Oh, darf ich jetzt bitte diesen blöden Pilz sammeln? Danke. Hey, wir wollen immer noch tot in Hobbits. Nein, wollen wir nicht. Na, immerhin sind wir uns da noch einig. Hallo, wo bist du denn jetzt schon wieder? Folgt dem grünen Pfeil. Auf der Minimap, den der Chat zwar nicht sieht, weil ich immer noch nicht Pause gemacht hatte, aber... Genau, hier bin ich. Ja, fein machst du das, ganz fein. Ja, hier. Hallo, ich bin kein Hund, Mann. Obwohl, ja, vielleicht steckt das auch noch irgendwo mit drin. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ich bin, ey. Möglich ist alles, ey. Ach, da gar nichts. Ey, ich kann da gar nichts mehr zu sagen. Ich bin einfach nur schockiert. Oh Gott, Hobbits sind toll. Da ist immer Zeit zum Essen. Stimmt. Was? Allein deswegen. Masaki. Wer hat das gesagt? Masaki ist auf meiner Seite, das ist gut. Ich dachte, wir sind Kumpels. aber ganz ehrlich, was ist an Hobbits so falsch? Hobbits essen richtig viel? Hobbits sind eigentlich nur am Saufen? Was an Hobbits falsch ist? Hobbits trinken Bier. Hobbits lieben Bier. Die holen sich einen doppelten Bierkrug. Ja, und tüften aber trotzdem. Ja, aber was? Die Hobbits sind toll. Nein, sind sie nicht. Hey, das Wichtigste ist, egal wer deine Verwandten sind, du bist eine Enttäuschung. Zwerge haben mehr Bier. Ja gut, ja stimmt, aber Hobbits sind trotzdem... Und haben immer gute Laune. Hobbits sind trotzdem und haben immer gute Laune. Ich wünschte, du würdest alles so fett werden. Fett werden geht echt schnell. So, wo bist du denn hin? Kommst du jetzt endlich mal raus hier aus dem Wald? Nee. Ich hab was vergessen, da ich ja so einen Teil der Behindertenfamilie hab, da muss ich noch Pilze sammeln. Du hast jetzt nicht ernsthaft diese Kackpilze vergessen. Doch, natürlich. Weißt du? Ich bin die ganze Zeit... Verdau das mal. Du erfährst so nebenbei, dass du eigentlich voll der Vollspasten bist. Ja, da sollte ich mich jetzt noch auf Pilze sammeln konzentrieren oder was, ey? Ja, das kannst du vielleicht. Ich kann das nicht. Musst du das erstmal verdauen. Ja, wir sind gut gelaunt durch die Massen an antidepressiver Pilzen. Der ist gut, Rocky, der ist gut. Jetzt weiß ich übrigens wieder, wie meine Psychologin hieß. Frau Reker. Ne? Du musst sie mal anrufen, ey. Hast du wieder Zeit? Und was willst du denn sagen? Ja, hallo Frau so und so, ich zock da mit so einer komischen Tuse ein ganz, ganz komisches Spiel und die hat mir gerade mein Verwandtschaftsgrad genannt. Alter, nee, ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Ja, dann sagt die, bleiben Sie mal, wo wir sind, und dann kommen dann so die Männer mit so ein bisschen. Ich will nicht mehr, die Liebjacke und nehme ich mit. So, wie viele Pilze brauchst du denn noch? Och, ein. Das klingt so. Ja, ich brauche noch 1000 gefühlt. Das ist zwar nur noch einer, aber es sind 1000. Es ist nur noch einer, hier ist er doch. Oh ja, haben wir den Pilz gefunden? Ja, haben wir ihn gefunden, ihr feines Diggi. Halt die Schnauze. Okay. Es gibt Zock. Bitte echt telefonieren. Ich brauche wieder meine Antidepressiva, ey. Nimm die Pilze. Ich brauche wieder mein Doxepin. Trink einfach ein bisschen Alkohol, dann geht das. Ja, das hilft kurzzeitig, aber nicht dauerhaft. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Die ersten 15 Pilze hat er erst gegessen, um gut drauf zu sein.
Stimmt. Verdammt, woher weiß er das? Woher weiß er das? Hallo. Ja, das was manche ich Leute weiß nicht, ob er dir das sagen wird. Brumbald Stollen. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Brumbald Stollen. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Brumbald Stollen. Wieso habe ich dieses Spiel jemals mit dir ey, nee, komm, das ist doch nicht normal. Kann ich noch aussteigen? Nein, kannst du nicht. Du hast einen Vertrag unterschrieben, von dem was? Du nichts weißt. Und ja, der dich lebenslänglich an dieses Spiel bindet. Das ist wie bei Fluch der Karibik mit Davy Jones. Um mich zu knechten. Ja, ich bin immer Teil der Crew. Ihr habt doch immer Post. Ja. Warte. Sobald wir hier an der Briefkasse vorbeikommen. Ich verlasse den Garten. So, in die Richtung müssen wir. Oder? Ah ne, das ist mit den Spinnen, aber trotzdem müssen wir in die Richtung. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Warum willst du mich eigentlich seelisch zerstören? Ich dachte, wir mögen uns. Will ich ja gar nicht. Entspiel okay, ich formuliere mal eine Frage anders. Warum tust du es dann? Der ist gut, Masaki. Der ist richtig gut. Hast du was hat er gesagt? Ein Spiel nicht zu binden, auf ewig zu dissen. Ja, ich glaube auch. Ey, ist aber gut. Ja, ist er. Ah, nee, wir sollen. Stimmt, wir sollen die komische Tulla ja suchen. Ach ja, stimmt, das haben wir ja gerade völlig verpeilt. Wir müssen nochmal in den Wald. Wieso wir? Weil du die Quest auch hast. Du hast gerade gesagt, kommst du mal aus dem Wald raus, das brauchst du noch. Ich habe gesagt, ja, Pilze, weil ich es verplant habe. Wir müssen wieder in den Wald. Willst du mich verarschen? Naja, wir haben sowieso eine Quest gekriegt bezüglich irgendwelcher Spinnen, die wir töten müssen. So. Ich bleib hier einfach stehen. Briefkasten. Wo ist hier ein Briefkasten? Ein Briefiger. Da! Da ist ein Briefkasten. Krickloch? Das Ding heißt Krickloch? Ey. Was? Ich mute mich mal, glaube ich, gleich kurz.